Es hat angefangen, dein Jahr 2012. Und ich verspreche dir eins, auch dieses Jahr gehst du wieder ins Kino. Welche Kinofilme sich im 2012 definitiv lohnen, gehörst gerade nach Ostra und Lose It. Musik aus Kanada von Ostra und Lose It. Wir stecken gerade ein bisschen in einer schwierigen Zeit. Das alte Jahr ist erst gerade vorbei, das neue hat noch nicht mal angefangen. Wir müssen uns langsam wieder orientieren, aber das Virus hilft dir dabei. Auf virus.ch siehst du zum Beispiel die Künstler und Musiker, die wir glauben, dass sie im Jahr 2012 richtig gross werden. Wir haben für dich eine Musikliste zusammengestellt. Aber auch wenn es um Film geht, schläft ihr das Virus natürlich nicht. The Shit vom Morgen, jetzt. Virus-Filmtipp. Wir haben den Filmexperten, der Jérôme Brunner. Und du, Jérôme, du hast für uns deine Filmtipps mitgebracht, wo du dieses Jahr wirklich unbedingt sehen musst, oder? Das ist genau so. Ich habe drei Tipps dabei. Zwei davon habe ich schon gesehen und kann ich mit bestem Gewissen sagen, die muss man gesehen haben dieses Jahr. Und einen anderen, auf den warte ich seit 9 geschlagenen Jahren und dieses Jahr jetzt kommt er endlich ins Kino. Ja, also dann schieß los. Was ist jetzt dein Tipp? Also wir fangen an mit dem Genre Drama. Und da dürfen wir uns auf einen Film freuen, der «Take Shelter» heisst. Der Film porträtiert einen Mann namens Curtis, der mit seiner Familie eigentlich ein glückliches Leben lebt. Aber als er plötzlich Albträume von einem Sturm bekommt, dann verfolgen ihn die Angstzustände auch im Alltag und er wird eine Gefahr für sich selber und seine Familie. What's the matter with you, Curtis? It sounds like thunder. What sounds like thunder? I've been having these dreams. They always start with a kind of storm. «Take Shelter» ist der beste Film, den ich gesehen habe letztes Jahr, 2011. Es ist ein berührender Film, der mich von Anfang bis Schluss packt hat. Es muss im Jahr 2012 für jeden Mann. Der Film «Take Shelter» startet in den Schweizer Kinos am 22. März. Aber Jérôme, du hast uns noch zwei weitere Filmtipps mitgebracht. Die hören wir gerade nach der Elektro-Kombo mit dem Track «Pudong». Das ist Virus. Radio, aber richtig. Virus-Filmtipp. Das Jahr 2012 soll ein grossartiges Kinojahr werden, hat mir auf jeden Fall der Filmredakteur, der Jérôme Brunner, versichert. Er hat ein paar coole Filme im Ärmel, die er dir rausschütteln kann. Wie zum Beispiel, den er vorher gerade vorgestellt hat, sein absoluter Highlight «Take Shelter». Aber du hast noch zwei weitere Filme mitgebracht, Jérôme. Was empfiehlst du uns weiter? Ja, mein zweiter Tipp, das ist ein Arthouse-Film und der heisst «The Artist». Und er erzählt die Geschichte von einem Stummfilm-Schauspieler, der plötzlich in eine private wie auch eine berufliche Krise stürzt, als der Tonfilm die Filmindustrie revolutioniert. «The Artist» ist eine tolle Hommage an ein altes Hollywood mit wahnsinnig viel Charme und Liebe zum Detail. Bei diesem Film wird garantiert jedem Filmliebhaber warm ums Herz. Zudem der heisseste Oscar-Anwärter 2012. «The Artist» startet bei uns in den Schweizer Kinos am 26. Januar. Und jetzt dein letzter Tipp, Jérôme. Ja, mein letzter Filmtipp, der gehört in die Kategorie 3D-Epos. Und das ist auch der, wo ich mich wirklich am meisten darauf freue, dieses Jahr. Ein Film, den ich seit 9 Jahren darauf warte. Und dieses Jahr wird es endlich wahr. «Der Hobbit» kommt ins Kino. «Mein dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it.» Die Vorgeschichte von Herr der Ringe, da wird in 2 Teile verfilmt und der Teil 1 der kommt diesen Dezember weltweit in die Kinos. Im Regiesessel sitzt wieder der Peter Jackson, der bereits alle Herr der Ringe-Filme gemacht hat. Der Hobbit, mein Kino-Highlight 2012. Ja, aber auf den müssen wir eben schon noch ein bisschen warten, oder? Der erste Teil von «Der Hobbit» kommt erst am 13. Dezember 2012 in die Schweizer Kinos. Trotzdem freuen wir uns drauf. Und alle anderen Highlights kannst du natürlich wie immer nachlesen auf virus.ch. Danke, Jérôme Brunner. Und da jetzt für dich «Funeral Party» mit «Postcards of Persuasion».